Willkommen zum Straßenstars. Heute mit Bettina Tietjen. Hallo, 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 hallo. Mit Susanne Fröhlich. Und mit Kinder. Sag mal, seid ihr beide bekloppt oder was? So, da sind wir wieder. Wie schön, dass Sie auch dabei sind. Und wie schön, dass Sie jetzt erfahren, wer unsere drei heutigen Straßenkinder sind. Und überlegen Sie mal. Was glauben Sie, wer von den dreien guckt beim Sex? Sturm der Liebe. Und wer von den dreien redet beim Kacken? Hier sind Olaf, Friederike und Klaus. So aus. Ich habe kleine Schwanz, die kleinste Schwanz in Frankfurt. Immer noch. Sei ruhig. So Stress haben oder was? Ja, sicher. Ich habe Verhaltensauffälligkeiten. Eine Horberhorn. Ausschließlich mit Kindern zusammen. Ein Penis ist 8 Meter lang und 6 Meter breit. Leid. Was ist denn das jetzt für eine Frage? Das ist natürlich eine Frage, alltäglich. Oder? Das ist sehr alltäglich. Das machen wir doch jeden Tag. Ich doch nicht mit dir. Ja, Baby, das ist mir so. Also, keine Ahnung. Aus dem Ding geritten geht das? Ja, so ganz langsam halt. Ja. Ich bin. Ich habe eine schöne große Schallplattensammlung und auch DVDs gucke ich. Manchmal bin ich ein bisschen und ich habe 3 Kinder. Ist halt ein Haufen Scheiße. Olaf, Friederike und Klaus. Los. In der ersten Runde geht es wie immer um Wissensfragen. Ich habe die drei gefragt, was eigentlich Mäm ist. Das ist natürlich Bettina. Mäm. Ja. Ja, so eine. Ja, das hat man früher mal zu schlechtes Pferd gesagt. Mittlerweile steht das für schlechtes Weib. Okay, da gucken wir uns jetzt Friederike zuerst an. Weiß ich tatsächlich nicht, dass Mäm ein altes oder schlechtes Weib ist. Was ist ein Mäm? Mäm. So ein bisschen schnissig. Mhm, also eine Mäm ist ein schlechtes oder altes Weib. Und das weiß auch Olaf. Faf. Falaf. Hallo Olaf. Was ist Mäm? Ich hab's auf keiner Speisekarte gesehen. Ja, leider nicht. Es ist ein altes, klappriges Weib und das weiß Klaus. So aus sagen Bettina und Henny. Was ist ein Mäm? Mäm? Das darf ich auch nicht sagen, ein alter Gaul. Nutzt du das Wort noch? Sagst du Mäm oder sagst du? Oh, das ist gefährlich, da. Ja, ja, aber er hat es gewusst, das sind 10 Punkte. Ja. Richtig. Susanne, wer war denn Wladimir Iljitsch Ulyanov? Ulyanov. Ihr dürft ihr gerne helfen, wenn ihr wollt. Ja, das ist kein Problem. Ja. Friederike? Keine Ahnung. Wer war denn Wladimir Iljitsch Ulyanov? Das war kein Plan, wer das ist. Wäre gar nicht so ganz erklärt, aber wir wollten es ein bisschen genauer wissen. Ein bisschen genauer wird uns das jetzt Olaf erklären, obwohl Henny eigentlich glaubt, dass das auf gar keinen Fall war. Eine ganz spezielle innere Logik, die uns nicht verraten will. Nein. Weiß doch. Wer war Wladimir Iljitsch Ulyanov? Das war. Ich hab's auf keiner Speisekarte gesehen. Wow, jawohl, hat er gewusst. 10 Punkte für Henny. Wer war denn Wladimir Iljitsch Ulyanov? Ja, das war irgend so ein Ulyanov. Ah ja, das war so irgend so ein Schingisgang. Nee. Ja. Weißt du sowas? Ah ja, das hab ich jetzt. Henny, ja. Wenn ein Penis 8 Meter lang ist und 6 Meter breit, wie errechne ich jetzt? Das weißt du? Ganz klar. Ganz klar. Okay, wer von den dreien hat das hinbekommen? Wer hat das ausrechnen können? Es ist eigentlich wirklich einfach. Friederike hat Kids. Mit denen ist sie das nochmal durchgegangen, vielleicht in der Schule. Ganz oder? Genau. Ja? Deswegen habe ich sie auch jetzt gerade. Genau aus diesem Grund. Aha. Verstehe. Die hat Mathe, die muss ja Mathe Abitur gemacht haben. Ja. Klaus,
Ein Penis ist 8 Meter lang und 6 Meter breit. Das ist schon lange. Du weißt, was ich meine, ne? Willst du irgendwie mal wissen? Nein, ja. Wie lang ist denn das quer rüber? Ja, quer rüber. Ja. Ich messe das aus. Ja. Ja. Ja, ja. Die Formel weiß ich nicht mehr, das ist schon zu lang. Ja, haben wir in der Schule gelernt. Ah ja, überleg doch mal, vor 6 Jahren. Ja. Ein bisschen zu lange, der misst es dann einfach nur aus, so aus. Das ist anders bei Olaf, das ist der neue Tipp jetzt von Bettina. Ja. Der Olaf, der kriegt das hin, 10 Meter. Ja, mal gucken, ganz klein, gemerkt. Ganz klein. Ein Penis, 8 Meter lang und 6 Meter breit ist. So was. 64 und 36 sind 100. Die Wurzel sind Speisekarte. Bin ich morgens der Erste und abends der Letzte reingeht. 10 Meter ist die Breite. Ja, 10 Meter. Und das wird uns jetzt die Friederike, die ja auch noch Kinder in der Schule hat, auch beweisen. Scheißen. Wenn ein Penis 8 Meter lang ist und 6 Meter breit, wie groß. Also ich weiß jetzt, wie viel Quadratmeter das hätte, ne? 8 mal 6. Aber ich will ja wissen, wie groß ist die Schräge, ne? Keine Ahnung. Da war leider gar nichts mit rechnen. Aber sieht auch süß aus, wenn sie nichts weiß, finde ich. Wer von den dreien schaut Sturm der Liebe oder hat es mal lange geguckt? Wir gucken uns zuerst, ja, warum nicht, den Olaf an. Auf den hat keiner gefickt. Guckst du Daily Soaps? Ich gebe mal zu, dass ich mal so über 2-3 Jahre regelmäßig oder mehr oder weniger Galileo geguckt habe. Ab und zu gucke ich immer mal rein. Nein. Aber du warst mal ein Daily Soaps. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich mal 2-3 Jahre habe ich das regelmäßig geguckt. Wie er gleich zu träumen anfängt, ne? Von der ja. Ich bin erschüttert. Gibt's nicht. Ich werde bei 0 Punkten bleiben heute. Guckst du Daily Soaps? Nein. Wieso nicht? Ich gucke nicht so viel Pferdchen und von daher habe ich für sowas sowieso schon mal gar keine Zeit. Schade. Gar keine Zeit. Gar keine Zeit. So, guckst du Daily Soaps? Genau. Was gefällt dir da? Vor allen Dingen die Landschaft. Ich habe die drei gefragt, ob sie schon mal einen Dachs hatten. Was glaubt ihr? Wer hat schon mal einen Dachs gehabt? Jeder, oder? Ja. Jeder. Ja, aber das hat nicht jeder. Also zumindest, wenn wir diese Frage hier auch stellen, wird ja wohl einer sagen, nee, hatte ich noch nicht. Also die Frage ist jetzt, wer hat noch nie einen gehabt oder wer hat schon mal einen gehabt? Nee, wer hatte schon mal einen? Wer hatte schon mal einen? Ach, wer hatte schon mal einen? Hattest du auch schon einen, ja? Natürlich. Ja? Den ersten wollte ich direkt mitnehmen aus aus Sardinien. Der wollte immer, der war so ein Klippenspringer. Aber das hat natürlich in Frankfurt nicht so viel hergemacht. In Sardinien mit der Klippe ist das natürlich toll. Vom Dreierbrett ist langweilig. Vom Zehner hätte ich ihn noch vom Zehner runterspringen lassen können. Ja, dauerhaft. Ist auch den Wecker, weißt du? Danach hatte ich einen Drache tötet, das ging dann auch nicht in Frankfurt. Die Friederike mal wieder. Ja, hatte schon oder Dachs. Sachs. Ja, die ist so entzückend, die wird doch in meinem Urlaub Klaus ein bisschen... Hatte so auf so einem Ponyhof vielleicht, hat sie sich in Dachs verliebt. Ja, oder irgendwo mal auch in Südfrankreich oder so. Ja? In so einen ja, ach, da hatte ich auch mal einen in Südfrankreich. Ich glaube, ich muss noch mal umschwenken. Das war ich! Das war ich! Hattest du schon mal einen Urlaub irgendwann in deinem Leben? Nee, eigentlich nicht. Nee. So nicht? Nee. Ich hab's auf keiner Speisekarte gesehen. Lustig. So, die Friederike hingegen, natürlich, da gab's schon Urlaub. Ist sich Bettina sicher? Ja, glaube ich. Hattest du schon mal einen Urlaub? Ja. Ja? Wo? Ja. Wo? Jetzt muss ich gerade mal wirklich überlegen, das habe ich vergessen. Nein, in Kroatien. Kroatien? Nein. Nee? Hattest du schon mal einen Urlaub? Ach ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Schon lange her, oder? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ach ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Schon lange her, oder? Ach ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Du bist schon lange her, oder? Da bin ich auf Fenster gegangen und abgestürzt zum ersten Stock. Du bist Fenster gegangen. Das ist gleich richtig so wie die Einheimischen. Ach ja, ja, ja. Jawohl, er hat auch schon einen Urlaub gehabt. Ich habe die drei gefragt, ob sie beim Kacken reden. Reden. Was glaubt ihr, wer hat gesagt, sage ich dir nicht. Geht dich gar nichts an. Aha. Wer das zu Recht gesagt auch. Hat? Ja, klar, kann man sagen, kann man immer sagen. Wer hat gesagt? Nein, stopp!
redest du beim Kacken? Eher der Ruhige. Ja. So normal wie der Ruhige. Ja, nur normal? Ich weiß ja nicht, was normal ist. Ja, nicht so auf der Beibahn. Ich bin ja im normalen Leben eigentlich auch ruhig. Ja? Ja. Schweigst und genießt. Ja. 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 Und dann ist eher deine Frau, die so die Ansagen macht. Ja. Jetzt mal so. Red mal. Klaus, du bekommst von mir 10 Euro. Dafür darf ich ein Kilo Medium über dir ausschütten. Na, mach doch. Was? Mach's doch. Nein.